wohin? Ein bisschen raus. Sehen Sie, sehen Sie, wie konnten Sie es wagen, hier einzudringen? Herr Czernowitz. Ach. Mit meiner Frau. Nachts um 2 Uhr. Allein. Sehr erfreut, Herr Czernowitz. Sie haben kein Recht, so zu lachen, Eduard. Sie haben kein Recht, etwas zu denken. Ich verbiete es Ihnen. Was? Was verbieten Sie mir? Was? Was habe ich nicht zu denken? Was? Weil er nicht in den Betten liegt? Bin kein Anfänger, Mann. Na also. Was ist denn hier? Mary. Ja, setz dich mal bitte. Also, schreibe. Erklärung. Oh, vielen Dank. Ich gebe zu,
Mit dem Fürsten? Stanislaus? Czernowitz? Die Ehe gebrochen zu haben? Wie können Sie das sagen, Lord Eduard? Ich bin hier eingedrungen. Die Lady hat keine Schulden. Nichts ist geschehen. Hast du die Ehe gebrochen zu haben? Ja, die Ehe gebrochen zu haben. So. Sie wollen mir einreden, Sie dringen hier ein, ohne Rechte zu haben. Ich schwöre es Ihnen, dass... Ja, es ist wahr. Ich habe die Ehe gebrochen. Na also. Euer Treiben machte mir das Leben unerträglich. Ich war so allein. Da glaubte ich, in dem Fürsten einen Freund zu finden, einen Beschützer. Also, die Ehe gebrochen zu haben. Ich werde der Scheidung keinen Widerstand entgegensetzen und erkläre mich bereit, auf meinen Sohn Georg Edward Falkland zu verzichten. Nein! Gut. Handschuhe. Na, gib her. Ali. Welcher Gaul ist angespannt? Emi, eure Lordschaft. Gut. Die Sache hat geklappt. Jetzt 7, von 9 bis 10 bin ich beim Anwalt, falls was los ist. Um 5 Uhr erwarte ich dich zum Tee. Ja, gut. Morgen. Edward. Ja, was denn? Was denn? Hm? Hey!